Ja, willkommen in der kleinen Kellerwerkstatt zu einem neuen Video. Heute geht es wieder um ein Werkstattvideo. Und zwar will ich auf ein Problem kommen und das versuchen zu lösen, das mir beim Bau des Tellerschleifers, ihr seht hier den Tellerschleifer hinter mir, den ich vor kurzem gebaut habe. Und dabei hatte ich das Problem, dass ich Schwierigkeiten hatte, zentrisch und senkrecht zu bohren. Also dieses Schätzchen ist hier sozusagen der Übeltäter gewesen, vermute ich. Das heißt, ich vermute, dass diese Bohrmaschine nicht senkrecht genug bohrt. Also einmal in dem Bereich, in dem Winkel und einmal in dem Winkel. Und auch der Rundlauf dieses Bohrfutters und der gesamten Einheit mit Spindel scheint nicht gut zu sein. Das möchte ich beheben. Das möchte ich so weit wie möglich justieren. Und wenn euch das interessiert, dann bleibt dran. Als erstes möchte ich jetzt den Rundlauf des Bohrfutters hier testen. Dazu habe ich mir hier eine Präzisionswelle, die ich noch von meinem Tischkreissägenprojekt übrig hatte, eingespannt, also eine wirklich gerade Welle, und hier hinter eine Siebdruckplatte gespannt. Ich habe keine Messvorrichtung, mit der ich den Unrundlauf oder den Rundlauf genau messen kann. Ich glaube aber, dass das Bohrfutter so schlecht ist oder die gesamte Mimik hier so schlecht ist, dass man das mit dem Auge sehen kann. Ich nehme das mal einfach auf mit der Kamera, um euch das zu zeigen. Und dies soll dann als erstes mal gemacht werden, bevor wir das ganze Ding fein justieren. Also ich hätte das auf kleinste Drehzahl, 450 Umdrehungen, kleiner kann die Maschine nicht, gestellt. Und konnte das mit bloßem Auge hier unten, mit bloßem Auge sehen, dass das nicht präzise lief. Ich konnte sogar mit dem bloßen Auge, meine ich zumindest, hoffe, dass das nicht nur Lichtreflexe sind, konnte, meine ich, auch sehen, dass das Bohrfutter hier nicht schön gerade läuft. Das Bohrfutter mit dem Mörsekegel, so heißt das Ding, glaube ich, da muss raus. Wie macht man das? Man kann jetzt hier Stecker ziehen, natürlich ganz wichtig. Ich hoffe, ihr könnt das sehen in der Kamera. Jetzt hat hier dieses Langloch und dann kann man hier so einen Keil reintun. Und man kann dann hier, zack, das geht relativ einfach. Man kann dann hier das Bohrfutter entfernen. Das ist der Mörsekegel und das ist das Bohrfutter hier. Den Mörsekegel kann man weiterverwenden. Das ist hier MK2B16, so heißt die Aufnahme. Ich habe mich natürlich darauf vorbereitet. Ich wusste ja, dass das auf mich zukommt mit dem Bohrfutter. Deswegen habe ich mir ein neues Bohrfutter gekauft. Ein was Edles, ein Röhm Spiro 1 bis 13. Hier ist der Mörsekegel von eben noch. Der kommt jetzt hier rein und muss insgesamt verbaut werden. Den Mörsekegel, den habe ich jetzt schon mal eingesetzt. Man sieht, hat der hier so ganz leichte Laufspuren, vermutlich auch Schmutz. Das würde ich gerne reinigen. Und das Bohrfutter muss man hier am Sitz vollkommen fettfrei machen. Ich werde es außerdem noch erwärmen und dann hier aufsetzen. Und beim Erkalten zieht sich das etwas zusammen und hält dann stramm fest. So hoffe ich. So, als erstes machen wir den Sitz des Bohrfutters mal fettfrei. Ich nehme dazu gerne Brennspiritus. Als erstes befreie ich hier diesen Mörsekegel ein wenig von den Spuren des Vorgängers. Ich mache das mal brachial mit so ein bisschen Schmirgelpapier und lasse die Maschine langsam laufen. Ach so, ich habe mal ausgeschaltet, das soll gut so. Okay. Thank you.
hauptsächlich, man kann es hier sehen, jetzt sind hier Schmutzspuren abgenommen worden, die dazu dienen, das abzunehmen, dient dazu, dass der Mörserkegel richtig das Bohrfutter aufnimmt. Nun erwärme ich das Bohrfutter etwas. Ja, was heißt etwas, so 100 Grad, Pi mal Daumen, sodass ich es gerade nicht mehr anfassen kann. Und setze dann das erwärmte Bohrfutter hier auf den Mörserkegel. Das dehnt sich dann leicht aus und soll, wenn man so will, schrumpfend hier drauf gehen, sodass das dann richtig festhält. Das Bohrfutter steht jetzt knapp 5 Minuten auf der Herdplatte. Ich nehme es jetzt runter und setze es dann wieder auf die setze es dann wieder auf den Mörserkegel. So, jetzt werden wir das noch mal drehen. Bisschen Druck drauf gegeben von unten, dass das Bohrfutter jetzt nicht wieder rauskommt. Ich habe natürlich das Innenfutter, das die Bohrer natürlich nachher aufnimmt, das habe ich reingedreht, damit es hier nicht zu, damit ich das nicht kaputt schlage. Okay, so lassen wir das jetzt mal in Ruhe abkühlen und dann wird neu probiert. Neues Bohrfutter, gleicher Test. Schauen wir mal. Ja, im Film sehe ich nichts, also kaum noch ein Rundlauffehler, aber wenn ich hier auf die lange Welle gucke, dann ist da schon noch ein bisschen was vorhanden, wobei ich auch nicht weiß, es könnte ja auch der Mörserkegel sein, der etwas unrund läuft. Ja, soweit erstmal. Also ich finde, es ist auf jeden Fall eine Verbesserung festzustellen, rein optisch. Klar, das sind keine absoluten Messwerte, die ich jetzt hier ermittle, aber man sieht schon, dass der Rundlauf besser geworden ist. Ja, ich will mich damit zuerst mal zufrieden geben. Vielleicht überlege ich nochmal einen neuen Mörserkegel zu kaufen. Da müsste ich aber vorher wissen, wie man die Qualität dieser Mörserkegel denn im Vorfeld erkennen kann. Vielleicht habt ihr da eine Ahnung von, dann könnt ihr mir das ja mal in den Kommentaren schreiben. Die vertikale Ausrichtung ist jetzt angesagt. Ich habe hier wieder meine Präzisionswelle eingespannt und führe jetzt mal diesen Winkel hier ran. Und siehe da, hoppla, man kann also schon erkennen, dass das nicht vertikal ist. Das Licht scheint gut durch. So, das muss jetzt verstellt werden. Hier unterhalb des Tisches befindet sich eine Schraube, mit der kann man den Tisch lose schrauben. Das habe ich jetzt schon mal gemacht. Und dann wollen wir mal ein bisschen sehen, ob wir das jetzt hier genauer eingestellt bekommen. Ganz leicht scheint das Licht noch durch. Aber ich finde oben und unten gleich. Also das ist okay so, denke ich. Ich habe die Bohrmaschine leicht gedreht, um mal den anderen Weg zu schauen, wie gerade der ist. Ich glaube, man kann es schlecht sehen. Ich nehme mal hier zur Hilfe so eine Lampe, vielleicht geht das da besser von hinten. In jedem Fall kann man sehen, dass das nicht vertikal ist. Also in dem Weg, hier in diesem Weg, gibt es eine Ungenauigkeit. Jetzt hebe ich mal den Tisch ab. Und ich habe hier leider jetzt keine Möglichkeit, das einzustellen. Also
Dieser Teil ist ja hier mit der Säule fest verbunden und die Säule wiederum mit dem Kopf der Bohrmaschine. Das ist fest verbunden. Das finde ich keine Einstellmöglichkeit. Es sei denn, ihr kennt die bei dieser Scheppach DP Vario 18 oder DP 18 Vario heißt die. Ich werde mir jetzt so helfen, dass ich jetzt hier, das sind drei Blatt Papier übereinander gefaltet. Ich habe das eben mal ausprobiert. Hier reinstecke. Für den Moment soll es mal reichen. Und das dann hier reingebe. Mal locker drehen hier etwas so, dass das reingeht. So, das hebt den Tisch leicht an in diese Richtung. Schauen wir nochmal. So, jetzt mit Taschenlampe. Ist also deutlich besser geworden. Ich denke, man kann sogar sagen, es ist gut. Aber es ist natürlich eine Papierlösung. Also ich werde ja hier sowieso so einen Tisch bauen, der jetzt praktisch als Auflage dient, so ein Siebdruckbrett mit einem Anschlag auch, um das hier zu verbessern. Und mit diesem Siebdruckbrett habe ich natürlich die Möglichkeit, hier nochmal eine Einstell- und Justiermöglichkeit einzubauen. Die werde ich dann auch nehmen. Jetzt für den Moment soll das mal so reichen. Ja, was mir auch noch nicht gefällt ist, ich habe das jetzt mal hier gelöst, ist, dass diese Führungsschiene, diese Zahnschiene hier so lose ist. Man kann dadurch zwar den Tisch drehen, aber beim Rauf- und Runterkurbeln ist das schon sehr ungünstig, finde ich. Ich setze das jetzt nochmal runter und werde die Imbusschraube hier ein bisschen festdrehen. So, okay. Und das soll es fürs erste Mal gewesen sein mit dem Einstellen der Bohrmaschine. Als nächstes, wie gesagt, werde ich hier noch einen Tisch bauen. Eins der nächsten Projekte wird das sein. Und dann denke ich, wird die Bohrmaschine so weit wie möglich auch präzise sein. Ja, das war schon wieder aus der kleinen Kellerwerkstatt und ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat und danke, dass ihr so lange dran geblieben seid. Gebt mir bitte ein Like und auch ein Abo. Ihr wisst, dass Abos nichts kosten bei YouTube und uns YouTuber bringen Abos natürlich weiter. Dann bis zum nächsten Video. Ciao.